Es wird Herbst, na ist doch super. Ich zeige dir, wie du anfängst, mit deinem Hund zu trainieren. Go! Endlich Herbstwetter und wir können unsere Sportvorsätze umsetzen. Wuhu, es ist nicht mehr zu warm, um sich zu bewegen. Und man muss keine Rücksicht mehr nehmen auf die armen Hunde, die ja da in der Sonne so leiden. Also, Sportschuhe an. Und der kleine Theo, der ist jetzt 11 Monate alt, also fast ein Jahr. Und jetzt können wir schon anfangen, so ein bisschen ihn an Joggen ranzuführen. Er hat richtig Lust. Und jetzt zeige ich dir mal, wie das so geht. Also, du hast deine Beine und du hast deine Hunde. Geht los. Genau. Also du siehst, der Theo ist ein bisschen verwirrt. Und wir fangen jetzt wirklich erst an. Ja? Wir haben zwar schon so ein bisschen Frustrationstoleranz mit so Quatsch geübt, aber noch nicht so richtig joggen. War leider zu warm für ihn und er war noch zu jung. Schade. So. Und du fängst an. Und dass der Hund sich erstmal so an die Grundbewegung gewöhnt. Was der Hund auf gar keinen Fall darf, ist vor die Füße laufen. Weißt du genau, irgendwann bist du müde in den Knochen. Und wenn der Hund dann vor die Füße läuft, dann kann das fatale Folgen haben. Also nimmst du dein Leckerchen da, nehmen, ist okay. So. Und dann versuchen wir es mal. Wuhu! Werden wir mal ein bisschen schneller. 1, 2, 3, 4. Ab. Jawohl. Falls dein Hund jetzt noch jung ist und du fängst wirklich erst an, dann fang wirklich mit diesen Grundbewegungen an, die du gerade gesehen hast. Falls du dich jetzt gewundert haben solltest, ich bin ja gar nicht gerannt, gar nicht gejoggt, sondern habe da irgendwie auf der Stelle nur irgendwelche Faxen gemacht. Nein, das waren keine Faxen, sondern so startest du das Training. Der Hund ist es nicht gewohnt, dass du deine Knie so anziehst beim Laufen und dabei kleine Erdbeben erzeugst. Also bei mir ist das so der Fall. Und da muss er sich erstmal so ein bisschen mit zurechtfinden. Ja? Also du galoppierst da so, brumm, 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 brumm. Erstmal nur auf der Stelle guckst, wie dein Hund so reagiert. Es kann sein, dass er dich anspringt, dann bleibst du wieder stehen und verlangsamst die Bewegung. Sprich, du joggst jetzt nicht auf der Stelle, sondern du hebst erstmal nur langsam so die Hacken an. Machst auch nichts draus, also alles ganz, ganz normal. Und du kannst am Anfang mit Futter anfangen, so wie ich es jetzt hier gerade mache. Also ich werfe so ein bisschen Futter zur Seite weg. Jetzt auch die Hacken schmeiße ich sehr stark nach hinten, dass der Theo erkennt, okay, da passiert was. Und wenn ich da was abkriege, dann ist es nicht so angenehm. Es geht aber darum, den Hund jetzt nicht zu treten. Stoffschuhe sind auch sehr weich. Also ich habe ja jetzt auch keine Herbstbotten an in dem Fall. Aber dass er merkt, okay, vor mir und hinter mir ist erstmal blöd. Das ist wirklich gut, wenn du das erstmal so trainierst. Du siehst, Theo springt mich an, versucht mich so ein bisschen zu blockieren. Er ist Hütehund. Er findet eigentlich Bewegung ziemlich doof und will, dass ich stehen bleibe, weil er es noch nicht begriffen hat, dass es echt cool sein kann, wenn wir zusammen rennen und zusammen da so auch Spaß haben. Und dass ich gar nicht abhauen will, sondern dass das wirklich eine Form von Spielen, Training oder Auslastung, wie auch immer du das sehen willst, dass es eigentlich eine schöne Sache ist. Und du siehst, mit jedem Mal hin und her wird das immer besser. Und Theo versteht immer mehr, okay, ich will nicht abhauen. Und ich habe mir da auch erstmal so ein bisschen einen kleinen Weg vorgenommen. Auch wegen der Kamera. Du kannst jetzt halt nicht ewig mitkommen und ich will auch kein Wackelbild haben. Also deshalb Kamera auf Stativ und immer hin und her, ohne Zwang und Druck. Also ohne Leine, wie du siehst. Und einfach mal gucken, wie der Hund so auf meine Bewegung, die neuen Bewegungen so reagiert. Wie gesagt, joggen war ich mit Theo noch gar nicht. Die Großen kennen das schon eher und zeigen sich da unbeeindruckt. Ja, und wenn du aber in der Stadt bist und es dir vielleicht nicht möglich ist, den Hund jetzt so ohne Leine zu bewegen, dann mach ihn an die Leine und üb wirklich erstmal diese Grundbewegung. Ein bisschen hopsen auf der Stelle, da. Und mit der Leine hast du halt auch immer den Vorteil, du kannst halt schnell korrigieren. Wenn er anfängt, dich anzuspringen, dann kannst du dich auf die Leine stellen.
wenn er anfängt, in die Leine zu beißen oder er denkt, ah, er ist vielleicht auch total überfordert, dann, wie gesagt, mach das ganz, ganz langsam. So, und jetzt hier schwuppsdiwuppsdi schon im Wald angekommen, siehst du Silver an der 3-Meter-Leine. Ich würde dir aber empfehlen, am Anfang wirklich nur die kurze Fühlleine zu nehmen, da man doch dazu neigt, öfter mal über die Leine zu stolpern. Du siehst jetzt hier Silver, danach Theo und dann Rocky und dann Silver und Rocky im Doppelpack. Ja, und wir üben hier wieder eine kürzere Einheit hin und her und hin und her. Das empfehle ich dir auch. Mach den Weg am Anfang nicht zu lang, denn umso länger der Weg ist, desto spannender wird er auch. Und wenn du kurze Wege, also eine kurze Einheit wählst von vielleicht 100 Meter hin und zurück, dann ist der am Anfang abgeschnuppert und der Hund ist dann nicht mehr so interessiert, da jeden Baum abchecken zu müssen. So, ganz wichtig, wenn du anfängst, du nimmst die Leine und springst erstmal auf der Stelle, bewegst dazu deine Arme, wirklich die Knie dann Richtung Brust, ja, ziehst du immer höher, wenn du denn der Meinung bist, der Hund rennt dir vielleicht jetzt nicht mehr unter die Füße, sodass du ihm natürlich nicht wehtust. Er soll natürlich das Joggen mit einer richtig spaßigen Angelegenheit verknüpfen. Und hier siehst du auch schon den kleinen Theo. Mit Theo war ich noch nie joggen. Deswegen kriegt er jetzt erstmal die 3 Meter lange Leine, damit er so ein bisschen hin und her und kreuz und quer, ohne dass er mir gleich in die Leine schießt. Denn wir haben das jetzt noch nicht so aufgebaut, wie du das aufbauen sollst. Wie gesagt, ich neige dazu, ein bisschen ungeduldiger zu werden und muss das halt im Endeffekt dann danach wieder korrigieren. Wenn du aber richtig anfängst, dann ersparst du dir die ganze Mühe hinten raus. Du kannst aber auch wirklich, mach dir keine Wissenschaft draus. Einfach nimm deinen Hund, ja, du brauchst jetzt nicht besondere Laufschuhe, du musst jetzt nicht so einen besonderen Jogginganzug anziehen. Also mach das alles nicht so verkopft und unwahrscheinlich schwierig. Du nimmst einfach eine Leine, irgendeine Leine, die du findest. Ich habe jetzt auch statt der 2 Meter die 3 Meter Leine genommen. Na und? Im besten Fall braucht dein Hund gar keine Leine und gewöhnt sich wirklich erstmal an deine neue Vibration. Du atmest ganz anders, du transpirierst ein bisschen schneller wahrscheinlich. Und also mach dir da überhaupt gar keinen Kopf. Du schnapp dir einfach deinen Hund und die Leine und dann geht's los. Du musst einfach Bock haben. Ja? Wenn du jetzt denkst, so, ich probiere das mal und habe eigentlich gar keine Lust, weil ich habe mich jetzt in Kompressionsklamotten gezwängt und irgendwie juckt alles und habe schon jetzt irgendwie und der Hund, der springt mir vor die Füße und dabei wollte ich doch jetzt 20 Kilometer und der hat es eigentlich versaut. Also mach dir da wirklich nicht so die Gedanken. Raus mit dir, das Wetter ist schön. Am besten jetzt in den Morgenstunden. Da hast du noch Power, also und es geht ja wirklich nur ums Üben. Sprich, du kommst auch gut in Schwung, weil du ja erstmal kleine Einheiten übst. So, du siehst jetzt schon mein Mobbelchen Rocky, mit dem laufe ich übrigens am liebsten, weil wir haben eine ähnliche Geschwindigkeit. Ich habe das Gefühl, er strengt sich richtig an, wenn ich mit ihm so ein bisschen Speed mache und das gibt mir ein besseres Gefühl. Wenn Silver natürlich einen Speed macht, dann ja, hänge ich da hinten dran und das macht mir dann auch keinen Spaß, ne? Nee, macht schon Spaß. Aber Silver ist eher Kategorie Carnicross. Also wenn dich das Thema Carnicross interessiert, schreib es mal in die Kommentare. Wenn du davon noch nie gehört hast, aber irgendwie da Bock zu hast, weil es sich irgendwie gut anhört, schreib es auch in die Kommentare. So, also hier siehst du jetzt hier mich da mit 2 Hunden. Die kennen das aber schon. Also mit Silver und Rocky war ich schon joggen. Am besten oder am liebsten mache ich das tatsächlich auf dem Fahrradweg. Der ist asphaltiert. Das ist natürlich Geschmackssache, auch für die Gelenke. Aber ich habe das Gefühl, die Hunde, die sind da fokussierter, weil sie diesen geraden Weg haben und die Kante. Und hier ist viel rechts, links und Fährte und Hasen hier und Hasen da. Das war es erstmal von mir. Ich muss jetzt duschen. Und wenn du Fragen hast, wie gesagt, jederzeit gerne in die Kommentare. Und bis zum nächsten Video. Deine Dogma. Tschüss. Wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann klick die Glocke. So. Oder so. Oder so.